Hallo, hey, liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer brandneuen Folge Let's Play The Order 1886. In der letzten Folge konnten wir das Attentat auf die wichtige Persönlichkeit gerade noch verhindern, aber noch sind die Rebellen nicht vertrieben vom Luftschiff, jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht. Ich habe hier gerade den letzten Rebellen ausgeschaltet, also gehen wir mal weiter. Okay, soviel zum Thema weitergehen, da geht es offenbar nicht weiter bei der Tür, dann müssen wir vielleicht wieder zurück. Wow! Was zur Hölle war das denn? Eine Bombe ist am vorderen Triebwerk explodiert. Ach du Scheiße. Mann, Rückzug! Eimer! Du! An alle! Rebellenkommandant an Bord! Es ist die Frau aus Whitechapel. Bin an ihr dran. Ach du Scheiße. Nicht entkommen. Die Anführerin der Rebellen ist an Bord. Dann wollen wir mal sehen, dass wir sie schnappen. Dies ist ein Notfall. Folgen Sie bitte den Evakuierungshinweisen zu den Rennen. Verdammt, da war ich zu weit weg. Oh mein Gott. Das Ding ist aber ganz schön wirksam. Verdammter Rebellen. Das Ding hat echt Durchschlagskraft. Dann mal schnell weiter. Ich habe einen der Rebellen erwischt. Gut, halt ihn fest. Ich bin gleich bei dir. Sehr gut, dann können wir diesen Rebellen verhören und hoffentlich ist er auch einigermaßen gesprächsbereit. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Rebellen noch einiges vorhaben. Man sieht's wie übel aus. Na, da geht's nicht weiter. Ah, hier müssen wir runter. Oh. Oh. Was war das? War das jetzt? Das ist meine Rauchbombe. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht eine einfache Granate gewesen. Na. Jetzt erwarten sie ihn doch sicher. Ich habe mein Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung auf. Negativ. Bei den Rettungsbooten sammeln. Wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord. Blut. Scheiße. Okay, bin unterwegs. Ja, aber schnell jetzt. Puh. Findest du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lordkanzlers zu schützen. Oder des Ordens! Dein Vater wird das einsehen. Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gute Rede, eure Hilfe. Wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung. Sie wollen doch nicht an Bord bleiben. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Izzy, kümmere dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein, ich komme mit dir. Izzy! Du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Ich... Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Na dann. Puh, da geht's abwärts. Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Ah, jetzt aber schnell. Können wir gut gebrauchen, die Waffen. Die Rebellen sind hervorragend ausgerüstet, man merkt das. Die Rebellen werden jemanden schicken, um die zweite Ladung zu zünden. Die Rebellenanführerin und eine Komplizin versuchen, einen Notfallplan zu starten. Das muss es sein. Einverstanden. Machen wir weiter. Na, was haben wir da noch? Hier. Da haben wir noch ein neues Audiolog. Aber das werde ich jetzt nicht abspielen. Ihr könnt euch das ja durchlesen, den Text, wenn ihr wollt. Stellt auf Pause.
Und dann geht das seinen Gang. Alle Adligen sind fort. Wiederhole, alle Adligen sind von Bord. Kompaniepersonal, kommen Sie zu den restlichen Rettungsbooten. Küchen- und Helferstab, seien Sie vor Ort. Hier ist nichts zu finden, also muss ich denn hier durch. Hier geht's zum Waffenlager. Wir verlassen das sinkende Schiff. Da kommt wieder dieses schöne Spielzeug zum Einsatz. Verdammt. Jetzt habe ich dich. Dann wollen wir uns mal ausrüsten. Und hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Nehmt euch, was ihr braucht, und dann weiter. Oh, nett. Was ist das? Munition. Der Quartiermeister hat es gut gemeint. Damit könnte man eine kleine Armee ausrüsten. Die Kompaniewachen gehen nicht gerade subtil vor. Mir leuchtet nicht ein, wieso man der Kompanie eine eigene Armee zugesteht. Seltsam. In der Tat seltsam. Nein. Ich bleib doch lieber bei der Waffe. Die ist ein bisschen besser. Die gefällt mir besser. Und die sowieso. Auf geht's. Wir müssen jetzt dringend handeln. Rebellen sein. Bereit machen. Bin bereit. Nimm die Tür, ich gebe Deckung. Sollte sich die Situation verschlimmern, werden die verbleibenden Passagiere am nächstgelegenen Halteturm abgesetzt. All das, um einen Mann zu töten. Die Rebellen greifen zu immer dreisteren Methoden. Das ist wohl wahr. Aber hier stimmt was nicht. Das ist selbst für sie zu dreist. Vielleicht hast du recht. Aber wir müssen verhindern, dass es noch schlimmer wird. Sehr interessant. Zu solch drastischen Maßnahmen haben die Rebellen also bisher noch nie gegriffen. Da muss auf jeden Fall irgendwas im Busch sein. Ich denke, Percival hat recht. Tja, hier sind keine Rebellen. Auch keine wichtigen Gegenstände. Tja, ich schätze, das war die zweite Bombe. Da sind sie. Weiter zur zweiten Bombe. Schnell hinterher. Schnell zu den anderen. Ja. Wow. Ja. Nehmt das, ihr dreckigen Rebellen. Er hat auf mich abgesehen. Muss nachladen. Sie haben auf mich abgesehen. Rauch unterwegs. Dich habe ich. Oh mein Gott, das viele. Rebell erledigt. Wie haben die das nur geschafft, unbemerkt an Bord zu kommen? Also vor allen Dingen so viele. Puh. Ich hasse diese Schrotflintenschützen. Die sind so gefährlich. Habe ich dich. Na, da ist noch einer. Habe ich dich? Sieht ganz gut aus. Wieder einer weniger. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stirb. Sicher. Weitergehen. Wir müssen die zweite Bombe finden. Du sagst es. Ich könnte noch ein bisschen Munition gebrauchen. Das Gewehr, was ich habe, gefällt mir ziemlich gut. Aber, nee. Das ist ein anderes Gewehr. Da habe ich leider keine Munition für. Gut. Weiter geht's. Wow. Komm raus aus deinem Versteck. Habe ich dich.
Na, Mist. Von der anderen Seite scheinen sie auch noch zu kommen. Oh ja, da sind sie. So wird das nichts. Ich muss ein bisschen näher ran. Jetzt geht mir aber nicht die Munition für das Gewehr aus. Verdammt, das war auch nicht besonders gut gezielt gerade. Stehe unter Beschuss. Sehr gut. Wow, wow. Jetzt muss ich echt aufpassen. Da kommt. Sehr gut. Raum sicher. Wir müssen das Ziel verfolgen. Ah, hier kriege ich ein bisschen Munition. Das ist gut. Hat der auch noch was fallen lassen? Nee. Aber ich glaube, jetzt werde ich mal das Gewehr wechseln, wenn ich noch ein anderes finde. Denn jetzt für dieses hier ist es jetzt die Munition so gut wie leer. Und weiter geht's. Ich hab's! Chris! Kommst du mir durch? Ich schätze schon! Pass auf! Oh oh. Tja. Das war verdammt knapp, alter Freund. Knapp ist gar kein Ausdruck. Lass es gut sein! Es muss einen anderen Weg geben. Dafür ist keine Zeit. Geh ohne mich weiter. Ich suche einen anderen Weg. Verlier das Ziel nicht. Sind wir also auf uns allein gestellt. Dann schnell weiter. Na, ist hier noch irgendwas? Bon voyage. Ja. Sonst gibt es hier wieder nichts Interessantes. Waffe ist geladen und bereit. Kerle, bleib an ihm dran! Da draußen brennt alles. Wow. Echt genial, wie das hier aussieht. Was ist los? Der Schaden durch die Explosion wird schlimmer. Wie lange können Sie das Kämpfer halten? Nicht lange, Monsieur. Tun Sie, was Sie können, Marquis. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Oh oh. Wow! Verdammt. Scheiße, Scheiße. Was hält der denn aus hier? Wow. Ich hoffe, ich habe ihn erwischt. Das sind ja verdammt viele hier. In den Kabinen waren Rebellen. Ich habe sie erledigt und setze meine Suche fort. Verstanden. Ich gehe zum Heck des Schiffs und stoße dann wieder zu dir. Ja, das wäre gut. Mein Gott, echt krass, wie viele Rebellen das sind. So viele, ey. Ach ja, ich möchte wieder die ganzen Details überwundern. Aber... keine Zeit, Leute, keine Zeit. Wir haben noch was zu erledigen. Okay, ich muss die Treppe runter. Und jetzt in welche Richtung? Na, da geht's gar nicht weiter, also müssen wir in die Richtung. Oder etwa noch tiefer. Okay, ich hatte gedacht, es würde da weitergehen, aber wir müssen einfach nur noch tiefer. Wahrscheinlich wird hier irgendwo in der Nähe die zweite Bombe sein.
Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell in Deckung, Mann. Na komm her. Hab ich dich. Und weiter. Ja, für den Nahkampf ist die Schrotflinte vielleicht ganz gut geeignet und die Pistole, die kann ich dann für den Fernkampf nehmen. Denn so auf engstem Raum ist es nicht so gut, wenn ich nur so ein einfaches Gewehr habe. Da fühle ich mich mit der Schrotflinte deutlich sicherer. Callahan! Oh oh. Nicht schießen! Es bleibt keine Zeit, Percival. Wir müssen ihn aufhalten. Vertrau mir, Grayson! Hören Sie auf mich, Mann. Geben Sie auf. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind nicht der Feind. Beweisen Sie das. Stopp diesen Wahnsinn. Nein, nicht solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann. Werden Sie nicht. Dafür sorgen wir. Es ist zu spät. Sebastian? Freund, Sie müssen das nicht tun. Oh mein Gott. Da ist die zweite Bombe wohl hochgegangen. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Crane ruft Percival. Melde dich, Percival. Galahad, bestätigen. Greg, Sebastian. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist mit Percival? Hat er die Explosion überlebt? Zur dunkelsten Stunde. Ja. Oh mein Gott. Puh. Das Luftschiff liegt völlig in Schutt und Asche. Es brennt lichterloh. Wollen wir mal gucken, ob das wir rauskommen. Hoffentlich hat Percival das überlebt, aber ich weiß nicht, hat der Rebell sich gerade selbst in die Luft gejagt? Hatte der die Bombe oder ist einfach die zweite Bombe explodiert? Ich weiß es nicht, aber die Bombe war auf jeden Fall effektiv. Wieder einmal ist für Gellert extrem angeschlagen. Das tut weh. Armer Kerl. Gray! Um Himmels Willen, antworte! Izzy, ich bin hier. Izzy, kannst du mich hören? Mist. Das Ding scheint Schrott zu sein. Alles kracht hier zusammen. Schnell weitergehen, Gellert. Lucan, Sagramore, Alien. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Percival und Gellert. Wow. Ich brauche jeden verfügbaren Ritter umgehend in der Nähe des Kristallpalastes. Milady, das heißt, niemand hätte den Absturz überlebt. Ich bin's. Gray? Hey, melde dich! Wo zum Teufel bist du? An alle! Sir Galahad ist am Leben! Findet ihn! Ja. Na komm.
Das war's wohl. Verpasse bekommt jede Hilfe zu spät. Ich mach das alleine. Ihr beide geht zum Rat. Gray. Schon in Ordnung, Easy. Ich bin rechtzeitig zur Zeremonie bei euch. Mes pensées sont avec vous, Monsieur. Beileid. Sir Percival war ein großer Mann. Unser Bester. Ich war so frei, das hier an mich zu nehmen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Das Ordenssymbol. Grayson. Gib dir keine Schuld an dem, was passiert ist. Vertreib diese Gedanken. Wie kann ich das? Er war mein Mentor. Mein Bruder. Das war er. Aber denk an die anstehenden Feierlichkeiten. Der Rest kann warten. Es sind so viele Fragen offen, Alistair. Ich muss Antworten finden. Mallorys Tod wird gerecht. Diese Rachegedanken dürfen nicht von dir Besitz ergreifen. Sonst wirst du wahnsinnig. Komm, der Rat erwartet uns schon. Lord Hastings ist auf dem Weg vom Vereintes Indienhaus. Er möchte sich persönlich bei dir bedanken, weil du ihn und die Passagiere des Schiffs gerettet hast. Die Vereintes Indienkompanie steht tief in deiner Schuld. Na gut, Leute, an dieser Stelle würde ich mal unterbrechen. Tja, wir konnten das Attentat soweit verhindern, aber leider hat es eine Opfer gefordert. Galahads Mentor und Freund ist dahingeschieden. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play The Order 1886. Likes, Kommentare und Abos sind gerne willkommen, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.